Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront. Diesmal hier den Modus Transport wieder mal auf dem Outer Rim DLC. Und ey, wenn das klappt, ne? Ist da einer vor mir? Nee, da ist keiner vor mir. Wenn das klappt, ich krieg das sau selten, dieses Symbol hier. Das, da geiern sie immer alle drauf, ne? Aber ich krieg's, ich fass es nicht. Wir fangen direkt an mit Transport hier, mit einem Helden. Wen nehme ich? Leia, Luke, Han. Ach, ich kann mich immer nie entscheiden. Jin hat mir letztes Mal auch schon. Leia hat mir schon länger nicht mehr, oder? Hey, was? Ach, der wählt dann automatisch Luke aus. Komm ich jetzt Luke? Ja, okay. Gut, nehmen wir Luke. Auch okay. Ich war gerade noch kurz davor zu drücken. Aber er wählt dann anscheinend den Erstbesten aus. Oder geht dann irgendwie nach ganz, ganz links. Wir nehmen auf jeden Fall Luke. Das wird jetzt die beste Runde. Ich nehme mir das jetzt vor. Es ist einfach hier alles Einstellungssache auch. Oh mein Gott. Und von daher werden wir jetzt mit Luke so richtig, richtig, richtig gut abgehen. Das ist jetzt hier die beste Runde, die ich jemals mit Luke machen werde. Das wird sie sein. Das habe ich jetzt hier schon angesagt. Von daher kann es auch gar nicht anders werden. Ich hoffe mal, irgendwer gibt mir noch Bug da. Das wäre extremst nett von demjenigen. Wir gehen jetzt hier hin und holen uns erstmal hier die Leute, die hier so lang laufen wollen, ne? Die schnappen wir uns. So, ihn hier zum Beispiel. Und ihn hier. Und er hält einfach mal den Lichtschwertschlag aus. Wie verdammt viele Geschütze haben die denn eigentlich? Das war jetzt schon das dritte, was ich gesehen habe. Entweder haben die ganz schön Lack. Da hat schon einer eine Blaster-Dingsbums aufgestellt. Hat er schon wieder ein Geschütz? Das gibt's doch gar nicht. Sagt mal, Leute, was ist denn da nur los? Wir gehen auf jeden Fall schon mal hier außen rum. Ich habe Bagda bekommen. Nice. Vielen Dank für den. Von dem. Vielen Dank an den. Jetzt habe ich das richtige Präposition, heißt das Wort so. Ich denke mal. Ich hoffe mal. Deutsche Sprache, schwere Sprache ist nicht so meins. So, du holst dir den schon, den Geschützmann. Okay. Den wollte ich nämlich auch haben sonst. So, wir machen mal das Lichtschwert aus. Wir machen nicht das Lichtschwert aus. Warum geht das gerade nicht? Jetzt geht's komisch. Da oben ist das nächste Heldensymbol. Komm, wir helfen mal unserem Kollegen, dass er das kriegen kann. Nee, er will's nicht. Oder kann er nicht Partner starten hier in dem Moment? Guck dir den Lumpenmann an da. So ein Bengel. Wartet der da und geiert auf die Leute. Guck mal, der hier, der will das Heldensymbol, glaube ich. Das liegt nach unten bestimmt. Kann zumindest. Von daher ist es eventuell möglich. Ich spiele gar nicht so schlecht. Ich muss es auch zugeben gerade wieder mal. So unglaublich schlecht spiele ich gar nicht. Kann man beides machen? Ja, kann man. So, das Ding haben wir auch angekriegt. Sehr schön. Wir haben heute mal wieder kein Thema. Ich will das haben noch, das Bagda. Nein. Mein Kumpel hat sogar das Bagda. Jetzt warte ich bei. Ich bleib bei dem, bis er Bagda wirft. Auf mich. Kann ja wohl nicht angehen, dass er das dabei hat und nicht auf mich wirft. Puh. Das war verdammt knapp. Gib mir Bagda, gib mir Bagda. Das Bagda. Gebt doch mal eurem guten Freund Luke Bagda. Hey, hey. Was? Guck mal die Fähigkeiten an. Ich hab voll den Bug. Was ist denn das? WTF? Ich will meinen Helden zurück. Ich fass es nicht. Ich fass es einfach nicht. Ich habe meinen Helden verloren. Alle haben ihren Helden. Nee. Gegner haben. Okay, Hack. Hack confirmed. Counter-Hack gegen Tombis Helden. Alles klar. Was ist denn das jetzt hier überhaupt, was ich hier habe? Ich kann die Fähigkeit noch nicht mehr einsetzen. Ich bin nicht unbesiegbar? Bin ich unbesiegbar? Tötet mich mal einer oder greift mich mal einer an? Nee, ich bin nicht unbesiegbar. Wow. Größte Verarsche, die ich in meinem Spiel jemals erleben durfte. Größte Verarsche ever. Es ist unfassbar, was hier gerade passiert ist. Weg mit dir. Ich will meinen Helden zurück. Wir haben gar keinen Helden mehr, ne? Das haben wir so gut wie verloren jetzt. Was willst du jetzt machen? Die Gegner haben noch zwei Helden und wir haben einfach verloren. G zum G. Ich gehe auf jeden Fall mal auf Imperatorjagd hier. Ich hatte 10-0 und dann... Oh Mann. Achtet auf imperiale Einheiten. Wo ist denn der Imperator? Das ist der oben. Wer wirft denn hier immer diese verdammten Blenddinger?
Also, jetzt kann mir noch mal einer sagen, das Spiel sei nicht verbuggt ohne Ende, ey. Das ist ja wirklich wieder unfassbar, was hier gerade passiert ist. Ich bin wieder mal fassungslos. Und weiß nicht genau, was ich dazu noch sagen soll. Besonders, dass unser zweiter Held, der auch Held wurde, der ist auch gestorben einfach. Der ist auch einfach weg. Einfach weg. Da hackt doch einer im Gegnerteam. Kann mir doch keiner erzählen, dass es hier normal ist, dass man einfach irgendwie... Oder haben sie wieder mal neue Bugs rausgehauen, die Leute? Warum werde ich hier schon wieder geblendet? Von wo? Alter, ich werde von jeder Seite geblendet die ganze Zeit. Macht er das überhaupt an? Nee, kann er gar nicht, oder was? Wundert mich auch ein bisschen. Spielen da wirklich alle mit dem Blenden? Ich fasse es wieder nicht. Miesester Bug der Weltgeschichte. Ja, ich gehe soweit und sage das. Aha, Gegner geblendet. Bringt mir auch nichts. Bin total raus. Wow, mein Freund will mich erstmal einsperren, oder was war das für ein Move gerade, den er da gebracht hat? Mist, daneben. Ja, das war auch mal... Das war mal ich, der Typ. Ich war auch mal ein Held. Dann wurde er mir einfach weggenommen. Lächerlich. Einfach nur lächerlich. Auf einmal, das Spiel ist gleich vorbei. Ich habe keine Lust mehr auf die Runde. Ehrlich gesagt. Will jetzt eigentlich nur noch verloren haben, damit ich in der nächsten Runde vielleicht trotzdem nochmal einen Helden kriege. Ey, da kriege ich hier mal den Helden, ne? Ich sag, ich hab's extra sogar am Anfang gesagt, es ist so verdammt selten, dass ich hier den Helden bekomme. Nein, ich treffe ihn nicht. Nein! Aua. Und dann von hinten voll in den Rücken geschossen. Naja, mein Team hat, glaube ich, auch gar keine Lust mehr, nach vorne zu gehen, weil, naja, wahrscheinlich der eine war ja auch Held. Vielleicht haben die das aber mitbekommen. Hat der irgendwie was in den Chat geschrieben? Nee. Keiner beschwert sich, wundert mich ein bisschen. Immer diese Hitmarker. Oh, der ist hier hochgesprungen. Ja, das hat er sich so vorgestellt, der Herr. Hat er sich so vorgestellt. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen, weil jetzt kommen wir vielleicht durch. Und ich will eigentlich nicht durchkommen. Wie gesagt, ich will eigentlich, dass das Spiel vorbeigeht, damit ich noch eine Runde starten kann. Das ist hier einfach nur noch blöd. Oh. Gehen wir mal oben lang. Vielleicht... Wen schießt der da? Hab ich den? Ich habe den irgendwie nicht gesehen. Keine Ahnung. Gehen wir mal hier lang und versuchen das jetzt so. Fall runter! Nein, er fällt nicht runter. Mist, natürlich wollte ich, dass der runterfällt. Oh, hat trotzdem den getötet. Interessant. Wir kontrollieren den Transport. Bleibt in seiner Nähe. Feindliche Einheiten nähern sich. Zack, weggehauen. Habe ich doch bei der Darkseid-Schule gelernt. Darkseid-Schule für Kloppereien. Halt das Ding an. Jetzt bist du tot. Ich mach das Ding mal extra nicht an. Ich, wie gesagt, also ich weiß nicht. Das ist irgendwie eine Runde. Ja gut, komm, wir machen es doch an. Das ist echt so eine Runde, die ich will, die nicht mehr weiterspielen. Ich, mir wurde alles genommen. Alles, was mir wichtig war in meinem ganzen Leben. Na, ist ein bisschen übertrieben. Oh Mann, ey. Zack. Vielleicht schaffen wir es ja trotzdem. Obwohl da einer den Counter-Hack angemacht hat. Und man verliert einfach die Helden. Schaffen wir es vielleicht ja trotzdem. So, wer ist das? Welcher Lumpenbengel versucht mich da schon wieder so ganz mies abzustauben? Oh mein Gott, ich bin ja festgehangen. Kommt da einer nach? Ne. Warten wir ganz kurz. Ganz kurz. So. Oh, der sollte eigentlich gegen die Wand. Einfach durchgeworfen. Kann der mal drauf gehen, Mann? Also manchmal hier wieder der Schockblaster. Ja, der auch jetzt wieder nicht. Darth Vader kommt jetzt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Darth Vader wird nochmal eine ganze Nummer schwieriger sein, den zu besiegen. Ey, das will ich haben. Keinen getroffen, keinen einzigen. Das ist ärgerlich.
Da bräuchte ich jetzt eine andere Waffe vielleicht hier für den offenen Kampf. Danke. Ich will nur noch den Darth Vader treffen hier. Wo genau ist denn der? Der muss irgendwo da sein. Ich will halt da nicht hin, weil der wirkt mich halt einfach tot, der Kerl. Ich will jetzt auch nicht mein Merkmal direkt verlieren. Wow, Camperboy. Ich glaube, die beste Taktik wäre tatsächlich, wenn ich den jetzt irgendwie... Wenn ich jetzt irgendwie hier immer wieder Dinger krieg, hier sowas. Und den dadurch dann besiege, das wäre super, wenn der mich einfach nicht erwischt und ich hier einfach andauernd den mit irgendwelchen... Oh mein Gott, wo kommt er denn jetzt her? Den mit irgendwelchen Power-Ups weghaue, das wäre super. Oh mein Gott, da ist ja auch schon wieder einer von den Leuten. Das hat jetzt den nicht geblendet, obwohl er hier direkt daneben steht. Blendet das den nicht, okay. Der hat sehr guten Sonnenschutz in seiner Kleidung drin. Oder Lichtschutz. Kommt der Vader gerade hier zu mir? Nee, ne? Doch, tatsächlich. Narren sterben den Narren tot. Das werden wir... Guck mal, da oben sitzt er. Werden wir ja noch sehen, wie ich sterbe. Der ist down, so wie es ausschaut. Schnell das Power-Up hier gönnen und jetzt vielleicht so ein Imploder. Na, kleines Imploderchen. Nein? Nein. Auch nicht schlecht. Ah, so sollte das aussehen. Genau so und nicht anders. Dass ich jetzt immer wieder schön den mit Power-Ups bediene, den Herrn. Da kommt auch schon unser Landungsschiff. Wo steht denn der genau? Versuche jetzt mal was hier hinzukriegen. Mit dem Ding. Hat nicht geklappt. Überhaupt nicht geklappt. Das Ding ist aber auch sauschwach. Das muss man irgendwie genau perfekt treffen, damit es zählt. Und ansonsten zählt es halt wieder überhaupt nicht. Ach ja. Das war's mit meinem Merkmal und allem. Mein ganzes Leben ist zu Ende. Seit ich Luke verloren habe, bin ich total unkonzentriert und aufgeregt, weil ich einfach... Ich will meinen Helden wieder haben. Ich will einfach meinen Helden wieder haben. Ich fühle mich total ungerecht behandelt. Das ist ja noch schlimmer als hier irgendwie... Weil es ist der größte Betrug, den es in der Weltgeschichte jemals gegeben hat, finde ich. Da sind andere Sachen vergleichsweise nichts gegen. So schrecklich behandelt fühle ich mich hier gerade. Ich will Reparationen bekommen vom Spiel, von DICE, höchstpersönlich. Wenn das überhaupt das richtige Wort ist, was ich gerade benutzt habe. Ich weiß es nämlich direkt aus dem Kopf gar nicht. Muss man die Waffe wechseln, glaube ich. Ich reiß hier gerade nichts mehr über die Distanzen. Sagte er und mähte sich durch drei Leute. Wow, das Ding hält aber auch echt viel aus. Ja, schieß auf mich! Ist ja nicht so, dass ich da drei Leute einen Druiden weggemacht habe und dann das Ding haben möchte, was mir fair erkämpft hat, meiner Meinung nach. Nee, ist okay, hast du verdient. Ganz sicher, Kollege, ganz sicher. Also solche Leute, da kann man ja auch wirklich nur den Kopf schütteln, ne? Machen nichts und wollen alles. Mann, 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 Mann. Wo ist der? Ich sehe den nicht ganz. Wow. Schießt dem voll in die Seite und der überlebt es einfach. Nein! Mach's wieder an, sehr gut. Was? Oh oh. Na, das war Gas. Ich will das wenigstens gewinnen jetzt noch. Kommt schon, Leute. Kommt schon. Lasst das Ding an. Haltet sie auf. Das muss doch mal im Ziel sein. Nein, es ist aus, es ist aus, es ist aus. Komm, ich blende da mal rein. Und jetzt einfach rein und das Ding wieder anmachen. Nein, das gibt's doch gar nicht. Oh, das ist so ein unfaires Spiel. Enttäuschendste Runde meines ganzen Lebens. Mann, 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 Mann. Höchste Punktzahl, wow. Das ist eine unfaire Scheiße gewesen.
Ich denke mal, man kann mich verstehen, dass ich mich hier aufrege und sau enttäuscht bin gerade von allem. Naja. Ich weiß nicht, ob ich das die Folge so hochlade, wie sie ist, oder ob ich das irgendwie anders mache. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.